Een concert met uitsluitend elektronische muziekinstrumenten is voor publiek niet zo'n erg interessant schouwspel. Daarom ontwikkelde Michael Winter, ex-kunstacademie-student uit München, zo'n 5 jaar geleden, toen hij uit de popgroep Monoptros stapte, een solo muziek- en theaterprogramma onder de naam Xun. Coming to the point of no return. Do you sound? Xun confronteert zijn publiek met tal van expressievormen in een elektronisch rocktheater. Ja, die Basis ist die Musik, das ist mal das Wichtigste. Und ich habe versucht, durch das, was ich da drumherum mache, noch die Musik zu unterstreichen und das Auge zu berücksichtigen, das ja einen wesentlichen Teil unserer sinnlichen Wahrnehmung ausmacht. Das heißt, es kommt dazu der Film, der in mehreren Funktionen die Musik begleitet. Einmal als szenischer Hintergrund für eine Bühnenhandlung. Einmal ist er ganz eigenständig da, als Film, wie man ihn im Kino kennt, und einmal unterstützt er die Lightshow. Und dieser Film hat als wesentliche Funktion auch die Inhalte zu vermitteln, die vielleicht durch einen Text, der immer live sehr schwierig verständlich ist, nicht so deutlich rüberkommt. Das nächste Medium wäre das Licht, das ich versuche sehr gezielt einzusetzen. Auch in Bezug auf Farbe und Licht und die Dunkelheit, die sehr wichtig ist. Und ich selbst bin auf der Bühne als Theaterperson, das heißt, es läuft eine Bühnenhandlung auch in Kostümen und Masken ab, die dem Stück gemäß ist. Und all diese Dinge haben einen Zusammenhang? Sie haben den Zusammenhang durch die Inhalte, durch das Konzept, den Rahmen, den man sich gesteckt hat. Mhm. Und bei dieser Show eben Computed Man, dieses Zwischenfeld zwischen den vermenschlichten Computer und dem mechanisierten Menschen. My one and only sex is Sadie. I want to touch your skin like Jady. Never love another. Das Thema und das Problem, das sich daraus ergibt, das ist kein typisch deutsches und auch kein holländisches. Das ist eigentlich das, was uns alle auf dieser Erdkugel im Moment bewegt, nämlich dass die Technologie im Begriff ist, den Menschen zu überflügeln. Das heißt, der Mensch mit seinen sozialen und psychologischen Grundlagen ist eigentlich in Gefahr von einer sich verselbstständigen Technologie, mit der er nicht Schritt halten kann, überflügelt zu werden. Eine sehr technische Show, aber auch elektronische Rockmusik. Es gibt keine Identifikationsmöglichkeiten für das Publikum, wie bei einem Rockkonzert mit Stars. Ja, das gehört eigentlich mit zum Konzept, dass ich als Person in der
ganzen Bühnendarbietung keinen Kontakt mit dem Publikum aufnehmen. Das hat vor allen Dingen den Grund, ich bin ja in den verschiedenen Stücken immer in verschiedenen Masken, das heißt verschiedenen Identitäten auf der Bühne. Falls ich jetzt selbst mit meiner Person dem Publikum gegenüberstehen, würden diese einzelnen Figuren an Bedeutung verlieren oder an Aussagekraft verlieren. Ein Publikum sucht sich zwar sowas immer, bei der Band ist immer irgendjemand derjenige, der sich vom Publikum rausgepickt wird und dann aufgebaut wird. Da hat es sicher seine Funktion, aber nicht bei so einer Show, die sehr distanziert, eigentlich wie ein Film, abrollt. Das sind eigentlich die wichtigsten Gründe dafür, dass ich mich da entschieden habe, auch nicht mit persönlichen Worten oder auch mit Zugaben an das Publikum heranzutreten. Xun, ein Musikspektakel, das Form kriegt in eine Kombination von unter anderem Theater und Film. And I lost my head. Thought by myself, oh gosh, you're really dead. My body landed on a lovely bench. My hand rode to the house of Brandy Sage. They picked him up, but then my skull was cured. They charmed with nutritive solution fields. My brain and fix a lot of sounds to get a feedback from my underground. Give me a heart, I sing a heart. Let's all together, we are the brain. Give me a heart, I sing a heart. Let's all together, let's be an isolated brain. Of past, of future, and of present tense. I am the god of fortune, god of fate, the only one without love.